Herzlich willkommen, ich bin Eva von Paddel.de und ich freue mich sehr, dass wir ab diesem Jahr die Produkte von Starboard auch in unserem E-Shop anbieten können. Ich habe heute einen Gast dabei, das ist der Carsten von Starboard und er erzählt uns, was so besonders an der Marke und an den Produkten ist. Hallo Carsten. Hallo Eva, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich zeige euch ein bisschen was über die Produkte. Wir haben hier eine kleine Auswahl der großen Portfolio, aber ich würde sagen, einer der wichtigsten Boards haben wir hier hinter uns aufgereiht. Das ist zu meiner Linken sind die Zen-Boards, Zen-Set-Boards und zu meiner Rechten sind es die Deluxe-Boards. Und bei den Deluxe-Boards haben wir auch die Deluxe-Art-Serie von Sonja Höhenscheid, die Tikini-Serie dabei. Und im Detail gehen wir gleich nochmal darauf ein. Carsten, was ist der Unterschied zwischen Zen und Deluxe-Boards? Ja, der Unterschied zwischen den Zen und Deluxe-Boards ist ganz einfach. Zen hat ein lineares Dropstitch, das ist speziell für Starboard entwickelt worden. Und die Deluxe-Boards haben ein gewebtes Dropstitch. Ihr müsst euch vorstellen, ein gewebtes Dropstitch ist wie ein Teppich. Er ist viel, viel steifer, viel, viel widerstandsfähiger und natürlich dadurch eine bessere Performance beim Fahren. Was alle Boards haben, vom Zen zum Deluxe, ist, dass wir die Railbands nicht verkleben wie andere Produkte, sondern dass wir eine einzigartige verschweißte Naht verwenden. Durch das Verschweißen der Nähte ist einfach gegeben, dass sich der Kleber, den wir nicht benutzen, sich auch nicht irgendwann auflösen kann und die Luft entweichen kann. Das heißt, mit diesem Produkt hast du ein sehr viel langlebigeres Produkt, damit auch natürlich nachhaltiger. Nicht nur durch den Aufbau der Dropstitches unterscheiden sich die Zen- und Deluxe-Boards, sondern die Deluxe-Boards haben natürlich auch ein bisschen hochwertigeres Zubehör. Das fängt an vom Schultertragegurt über hochwertigere Pumpe oder auch hochwertigeren Finnen. Wie ihr schon auch sehr gut sehen könnt, haben wir zu jedem Board und zu jedem Design auch die passenden Paddel. Das Tolle daran ist, bei den Zen Boards haben wir auch Zen-Sets kreiert. Da habt ihr dann auch gleich die Paddel dabei. So, hier sehen wir die Palette der Zen-Sets. Das fängt an vom 10.8 auf 33, zum 11.2 auf 31,5 und 12.6 auf 30. Ihr seht schon, das sind unterschiedliche Formen. Wir haben zwei Allrounder und einen Touring. Das 10.8 auf 33 ist wahrscheinlich von der Breite her das stabilste, ist aber auch sehr agil in Wellen, weil es ein sehr schmales Heck hat. Das heißt, es ist auch sehr drehfreudig und wenn einer ein bisschen in die Wellen gehen möchte, kleinere oder größere Wellen, ist er mit dem Board der Richtige. Daneben haben wir das 11.2 auf 31,5. Ihr seht, es ist ein bisschen geradliniger von der Outline. Es hat eine breitere Nase und ein breiteres Heck. Und dadurch ist es, obwohl es sehr schmal ist, sehr, sehr stabil und hat einen sehr guten Geradeauslauf. Also das ist schon ein Mix zwischen Allround und Touring. Ja, die Stabilität und die Wendigkeit von einem Allrounder, aber den gerade Auslauf von einem Touring. Und daneben jetzt den Touring, 12.6 auf 30. Das ist schon ein reines Touring-Board. Man sieht, die Nase ist spitz, dadurch ist es schneller. Ist natürlich auch ein bisschen kippliger. Das nimmt es aber wieder raus, weil es auch ein breites Heck hat und dadurch hast du auch im Turnen immer genug Stabilität. Und bei allen Boards hast du Gepäcknetze vorne und beim Touring sogar auch hinten, dass du genügend Gepäck mitnehmen kannst und auch genügend Platz hast, um entweder Gepäck oder auch Hund, Katze, Maus mitzunehmen. Was in jedem Set nicht fehlen darf, ist natürlich die Leash, die Safety Leash, die Finne und eine Pumpe. Und was in dem Set von den Zens dabei ist, ist noch ein dreiteiliges Paddel. Im Rucksack findet ihr auch dann zusätzlich
eine Beschreibung der wichtigsten Sachen, wie ihr euch auf dem Wasser zu verhalten habt und wie ihr das alles zusammenbauen könnt. Bei der Deluxe-Serie haben wir zum einen die Tikini-Serie. Die Tikini-Serie zeichnet sich einmal durch das wunderschöne Design aus, einmal in Wave und einmal in Sun. Und natürlich gibt es auch zu dem Design auch das passende Paddel. Was noch die Tikini-Serie ausmacht, ist, dass sie nur 4¾ dick sind. Warum 4¾ dick? Besonders für leichte Fahrer macht es Probleme, einen 6-Inch-Board mit sehr viel Volumen in Bewegung zu setzen oder auch zu drehen. Deswegen haben wir für leichte Fahrer diese Boards besonders dünn gemacht. Dadurch, dass sie in der Deluxe-Bauweise hergestellt sind, sind sie aber sehr stabil und sehr steif. Zum einen haben wir hier das Touring-Board von Tikini, das ist 12,6 auf 28. Im Gegensatz zum Zen-Board, welches 30 breit ist, ist es ein bisschen schmäler. Wie gesagt, für leichtere Fahrer, die auch ein bisschen sportlicher sein wollen, unterwegs sein wollen, ist das das perfekte Brett. Nebendran haben wir das Tikini Sun im wunderschönen Rosa. Es ist auch 11,2 auf 31, aber wie gesagt speziell in 4¾. Dadurch noch besser für leichtgewichtige Fahrer, ob Mann oder Frau, egal. Auch Männer können pink fahren. Last but not least, das Touring Deluxe 12,6 auf 30 in der 6-Inch Bauweise. Das heißt, das hat genug Volumen für alle Arten von Fahrern bis zu 110 Kilo. Überhaupt kein Problem. Damit bist du sportlich und sicher unterwegs. Ja, wie man sehen kann, macht Starboard qualitative und hochwertige Produkte und ihr macht auch etwas für Umwelt. Was macht ihr dafür? Ja, uns bei Starboard ist es super wichtig, dass die Umwelt nicht nur jetzt hübsch ist, sondern auch in nächsten Generationen hübsch bleibt. Und deswegen sind alle Produkte, die in irgendeiner Weise möglich sind zu produzieren, aus recyceltem Material. Das fängt an beim EVA-Pad, ist aus recycelten EVA-Pads. Die Taschen sind aus recycelten PET-Flaschen. Es sind viele Organisationen, die wir angehören, von Parley über Trash Hero. Trash Hero ist zum Beispiel eine Organisation, die weltweit auf den Stränden umhergeht und Müll sammelt. Und ja, damit das nicht nur Organisationen machen oder gemeinnützige Vereine und Verbände, haben wir jedem von euch auch einen Trashpicker mit ans Paddel gegeben, damit ihr, wenn ihr in den schönen Gegenden paddelt und mal ab und an eine Mülltüte rumschwimmen seht, euch nicht bücken müsst, sondern könnt sie einfach mit dem Trashpicker aus dem Wasser raus aufs Board mit nach Hause nehmen. Und so bleibt unsere Umwelt und unsere Natur so schön, wie sie jetzt ist. Ja, Carsten, vielen Dank für die Info über die Starboard-Produkte und weitere und detaillierte Informationen findest du auf unserer Webseite paddelt.de und ich sage nur, paddelt mit uns!